kalt war es, extrem kalt. Und es hatte, ja, es war einfach eine furchtbare Jagd auf die Menschen. Dann hat es geheißen, nennen wir es die Hasenjagd, weil sie es gejagt haben wie die Hasen. Von KZ-Weg kann der dort schon viel länger bleiben, weil sie mit den Gewehren nachgeschossen haben. Und die, was noch weiter, es war in Gruber sein Film ist wirklich gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Den hat er wirklich gut gemacht. Es war einfach eine schreckliche Jagd. Es war ein Sirenengeheul und mit den Lautsprechern sind sie durch die Ortschaften gefahren. Es sind lauter Schwerverbrecher ausgekommen. Sie müssen erschlagen, erstechen, erschießen. Und wehe, wand wer irgendeine Hilfe leistet, ein Essen, eine Kleidung oder irgendwas, der kommt selber dran. Es waren ca. 500 russische kriegsgefangene Soldaten, die waren im Schicksal überlassen. Und es war schlimm, dass auch die Zivilbevölkerung so mitgemacht hat. Sie sind wirklich regelrecht erstochen und erschlagen worden. Die Straße ist eine Blutstraße geworden. Und es war einfach schrecklich. Und dann ist meine Schwester da zurechtgekommen, wie es die Toten so zusammengehängt haben mit einem Strick in die Füße und haben es hergezogen. Die sind losgetaut und haben es aufgeschmissen. Und der Anblick hat meine Schwester sehr zermürbt. Dann ist sie nach Hause gekommen und hat das Gesehene erzählt. Und meine Mutter hat drauf gesagt, wenn sie uns anerkennt, mir helfen. Nächsten Tag sind die Mutter und ich angezogen gewesen zum Kirchengehen um 6:30 Uhr früh. Weil um 7 haben wir schon in Schwerpöck sein müssen. Hat der Herrgott einen Schopf gebraucht. Hat hinten bei der Haustür geklopft. Die Mutter geht hin, macht auf. Ist einer draußen gestanden. Ein Hut bis einer eine Decke umgewickelt und ein paar Schuhe, die nicht gepasst haben. Und dann hat er gesagt, ich bin Dolmetscher. Ich komme aus Linz. Ich bitte um etwas zu essen. Meine Mutter hat den bei der Hand genommen und hat gesagt, komm, ich weiß schon, wer du bist. Und hat in die Küche hineingeführt und hat gesagt, ich habe auch 5 Söhne im Krieg und will, dass alle nach Hause kommen. Und du wirst auch eine Mutter haben, die auf dich wartet. Jetzt war der Vater vom Betrieb zu Hause, ist auch mit einem ins Schlafzimmer. Und hat gesagt, Vater, hast du es gehört? Ja, ich habe was gehört. Du, es ist einer da, helf mir. Das geht nicht. Du weißt es, wir kommen alle dran. Und die Mutter hat halt nicht aufgehört und nicht. Und dann hat der Vater gesagt, tu, was du willst. Aber Verantwortung über uns
Über die Familie musst du dran. Und das heißt was. Der ist noch mitten da gestanden, wo er die Mutter stehen lassen hat. Zuerst hat er die Wand angeschaut, das sehe ich heute noch. Hat er die Wand angeschaut, ob der Hitler hereinhängt oder nicht. Er hat auch nicht gewusst, wer wir sind. Und der Hitler ist bei uns nie hereingehängt. Weil die Mutter hat nicht mit, dann hänge ich mir nicht mehr rein, dass ich noch wie sie. Ich bin da auf der Bank gesessen, in der Kuchluft, hat er zu mir gesagt: Tochter? Ja? Ehrlich gesagt, ich habe keine Angst gehabt vor ihm, wie er da vor meiner gestanden, gar nichts. Wo ich mir gewusst habe, Schwerverbrecher. Aber wir kein Schwerverbrecher in dem Zustand, was die waren, ein Schwerverbrecher sein. Den hätte ich nicht geführt. Dass wahrscheinlich irgendwo sie was genommen haben zum Essen, warum nicht? Du, wenn ich so viel Hunger habe, sie haben mir nichts gekriegt. Ne? Nur halbe Tage Wassersuppe oder was. Dann ist die Mutter reingekommen und hat gesagt, du kannst bleiben. Und zu meiner Schwester hat sie gesagt, richte einmal Frühstück her. Zuerst ist gar nicht viel geredet worden, dass es nicht gut war, dass viel mitgemacht haben und alles. Sie waren ja im Block 20 und das war der Vernichtungsblock. Wer dort reingekommen ist, ist halt überhaupt nicht mehr rausgekommen, lebendig. Mein Bruder, der nicht Einruf gehabt brauchte, der Freier, der war beim Volkssturm. Und der Volkssturm ist ja auch eingezogen worden zu der Suchaktion. Und der war die halbe Nacht unterwegs. Jetzt hat er sich da im Wohnzimmer gleich auf den Sofa gelegt, weil da fahren wir so gleich wieder nach Schwerberg. Und der hat sich gedacht, da ist doch wer in der Küche draußen. Jetzt ist er auf, ist auf den Tisch gesessen und hat gerade gegessen, ist er aufgesprungen. Das auch falsche Leute. Er glaubt, wir zwei, der mich jetzt erschießen. Mein Bruder ist hin und hat gesagt, sitz nieder und iss weiter. Aber wo hast du deine Kameraden? Nix Kameraden. Weil immer bis fünf so Gruppen waren zusammen. Einer ja nie, immer von zwei bis zu fünf. Irgendwo in die Bauernhäuser oder im Wald, irgendwo. Immer bis zu fünf. Nein, nicht. Nein, nein, sagt mein Bruder. Wo hast du Kamerad? Im Heuschlafen. Weil die zwei haben sie ausgemacht. Er kann ein bisschen Deutsch. Er geht klopfen. Wenn schlechte Leute, dann umbringen. Dann ist Krawall, wenn Gute ist, leise. Aber der wäre nicht weit gekommen. Der war nur das Gestreifte, keine Schuhe, nichts. Und kein Wort Deutsch. Der wäre so und so nicht weit gekommen. Jetzt hat meine Schwester den zweiten Abos auf zum Essen. Am Sonntag gingen Töten und in die Kirche. Und wir mal beim Berg runtergingen, Kämpfer und eine Schar SS mit den Hund. Mein Gott, hat Mutter gesagt, jetzt ist so uns aus. Jetzt ist es aus. Nach einem Stickerl hat es mir so geschnappt bei der Schwitter. Nanni, und du musst haben. Du musst uns jetzt Leben retten und du musst. Jetzt bin ich halt zurückgerannt. Ich muss deinem Vier rennen.
weil ich hätte nicht außen um mich rein können oder über die Wiesen, weil wir so viel Schnee gehabt haben und da waren die Ernte zu uns gekommen. Und da haben sie gerade das erste Haus am Stück gehabt, rund um Tante Sessamer. Und ein großes mitten auf der Straße gestanden und hat mich dann voll angeschaut. Nun, Kleine, wohnt da jemand? Nein, hab ich gesagt, da wohnt niemand. Und dann bin ich halt kein Töten an den Kirchen, Angst um mich, weil sie nicht gewusst haben, ob denen nicht auffällt. Nicht, dass ich eh gerade mit denen runtergegangen bin, warum rennt die zurück? Und ich bin halt heimgekommen. Meine Schwester war noch daheim. Mir so schnell. Geschirr aber einmal. Jetzt sind wir halt auf für den Heilbund. Geschirr her und rührt euch ja nicht. Seid ja leise. Jetzt kommt SS mit Hund. Und wir haben Heu und Stroh über sie drüber. Das ganze Haus haben sie am Kopf gestellt. Die Scheune, Kirsch, alles, was es halt gibt, alles. Ehrlich gesagt, es ist uns heute noch ein Rätsel, dass die Hund nicht geschnuppert haben. Herein ist er gesessen, von Stall ist er ins Haus umgegangen am Rand. Dass die Hunde nirgends, über die Stirn sind sie aufgegangen. Sie werden sie am Glanderstadt gehabt haben, weil sie ihn nicht mehr können. Dass die Hunde nirgends geschnuppert haben, das ist uns immer ein Rätsel gewesen. Wir haben halt eben gesagt, es hat halt da so sein wollen, dass ein paar davon kommen. Nikolai und Michael, die haben zu uns gehört. Ein Monat waren sie dann noch da, nach der Befreiung. Und dann ist der Michael mal heimgekommen und hat gesagt, wir müssen nach Hause. Nach dem Monat. Michael hat uns dann einen Brief geschrieben, dass wir halt die Familie haben, dass wir das Leben gekriegt haben und dass sie für der Hosenjagd sind. Und die Namen Michael Rejemski und Nikolai Zimgolo und. Und nichts mehr haben wir gehört. 19 Jahre haben wir nichts mehr gehört. Gewusst. Na, hat Mutter gesagt, vielleicht sind sie gar nicht heimgekommen. Vielleicht leben sie eh nicht mehr. Weil der Michel gesagt hat, wir werden wieder einrücken müssen. Ja, und dann im Februar 1964 haben wir dann einen Staatsbesuch gehabt. War der Botschafter da im Haus. Der ist auch am Heilbund auf. Er wollte auch einen Heilbund sehen, da haben wir einen Heilbund noch gehabt. Und dann beim Abschied, bei der Haustür haben sie noch da gestanden, beim Abschied, haben sie dann gesagt, und im Mai ist die Maifeier in Mauthausen, da dürfen die beiden kommen. Und von dort an hat es dann viele Besuche gegeben. Viele, die ganzen Familienmitglieder waren da. Auch die Mutter war mit 80 Jahren Segel und war nach Russland. Das war natürlich für die Mutter eine große Reise, nie wo gewesen und dann nach Russland eine. Aber das von Nikolai mit der Mutter hat so ergreifend erzählt. Die Begegnung mit derer Mutter. Mein Gott, hat sie gesagt, die Frau, das Weib, ich hab mich fast gedrückt.
Sie ist über Stirn auf Familie, da hat eine Mutter Gottes Sohn gehabt. Und da ist mit meiner Mutter auf. Die zwei haben wir nicht reden können miteinander. Mutter nicht. Russisch die eine Zeit. Und dann hat die Mutter gedruckt. Und nachher haben wir erfahren, sie hatte 8 Söhne und nur Nikolai kam nach Hause. Das muss man sich vorstellen. Und der war ja auch schon fast tot. Ne, war man? Darum hat es so betrogen. Wenigstens einer ist nicht schrecklicher Krieg. Anne, ich weiß, dass das immer ganz wichtig ist für dich, auch die Fragen der Jugendlichen beantworten. Das können wir heute leider nicht live machen. Aber ich hätte ein paar Fragen mit von Jugendlichen auf meinem Tablet. Darf ich dir das stellen? Warte. Das sind jetzt die Fragen von unseren Jugendlichen. Ja, schau, ich zeig dir da das jetzt. Mal eine Frage. Gell? Ja. Wie haben Sie es geschafft, nichts Ihren Freunden zu erzählen? Wie schafft man das, dass man das so im Geheimen hält? Weil wir eben gewusst haben, es ist unser Leben. War nur. Mich haben meine Eltern und Geschwister, die Älteren, gefürchtet. Ich war wie eine Schülerin noch gewesen. Ne? Wie da die Nane nicht zu einer sagen, zu ihrer Freundin. Hey, heute sage ich dir was, aber darfst du nicht sagen. Die haben mich immer haben sie Angst gehabt, dass ich mich verrege. Aber ich habe gewusst, das ist die ganze Familie ist dran. Hatten Sie oft Angst um Ihre Familie? Ja, eine große Angst um die ganze Familie. Und das hat uns die ganzen 3 Monate geprägt. Wie sah der Alltag mit den Geflüchteten aus? Es hat eigentlich gleich gut funktioniert. Habt ihr da miteinander gegessen und wart ihr da im Anfang nicht. Am Anfang nicht, weil hat man sich getraut damals. Aber mit der Zeit dann haben sie auch herumgesessen, haben mit uns gegessen. Sie haben dann mit uns gearbeitet, ne? Haben Scheider gelogen. In der Scheune, sie haben, ja, sie wollten was tun. Weil nur sitzen, das ist, hält sich nicht aus. Und dann habt ihr es wahrscheinlich auch wieder verstecken müssen, wenn wieder wer, so wie gesagt, dass und unsere ist. Parole war, Haustieren zusperren. Immer einer zusperren. Dass uns ja nicht einer kommt. Weil wir uns herumgesessen haben, ne, dass uns ja nicht einer kommt. Ja, und bald wer gelopft hat, weil früher hat es keine Glocken und nichts gehabt, bald es gelopft hat, wer, dann haben sie geschwind. Affe. Was war das Erste, was Sie nach dem Krieg gemacht haben? Ja, das ist. Es war nicht schön nach dem Krieg, weil es war einfach nichts. Es war keine Unterhaltung für junge Leute und gar nichts war. Und in jeder Weise, es war ja ganz schlimm was. Weil man hat ja nicht viel Kleidung gehabt und ja, es war nicht schön. Wurde nach Kriegsende offen über die Geschehnisse gesprochen? Nicht viel, sehr wenig. Es wollte niemand von dieser Sache sprechen. Weil es war ganz eine grauenhafte Sache. Darum wollte niemand sprechen drüber. War das auch, wenn ich nur da noch nachfragen darf, war das auch, weil doch auch Leute
involviert waren, die auch nicht wollten, dass über das gesprochen wird? Also weil ja viele gelebt haben, die was dabei waren. Die was dabei waren, ja. Also das hat es so schwierig gemacht, darüber zu sprechen. Ja. Ich kann mich nie erinnern, dass da, ja. Nur gegen den Schluss ist dann durchgesickert. So viele Leute kommen her und nicht mehr zurück vom Bahnhof. Ne? Warum wurde es Milchviertler Hasenjagd genannt? Ja, weil es war so eine extreme Jagd und dann haben sie eben von Mauthausen aus der Befehl gewesen, weil sie es ja durch den Wald und durch den Berg runter und rauf und durch, ja, schrecklich, dann haben sie gesagt, wir nennen sie die Hasenjagd. Wir jagen sie wie die Hasen. Darum hat es den Namen bekommen. Und weil sie auch ermordet worden sind, wird Hasen. Welche Emotionen gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an die damalige Zeit denken? Ich denke mir nur, hoffentlich kommt sowas nicht mehr, dass die jungen Menschen das erleben, was da einmal war. Das wünsche ich mir, weil ich habe ja auch junge Menschen. Ich habe Enkel und alles, dass sowas nicht erleben, was da einmal war. Wenn ich so manchen sehe im Fernsehen und da wird man ganz anders. Ich sage ja selber, seid wachsam und vorsichtig. Und ist das also die Motivation, warum du jetzt so gerne in Schulen gehst und so gerne mit jungen Leuten redest darüber? Ja, dass sie es wissen, wie es war und dass sowas nicht mehr passiert. Und den Bahn im November, wo noch das Kohl diesen Sturm, wenn kein keiner mehr anliert. Wer weiß, wie es war.